Renko die schnellste. Das hat sich im Ziel ein bisschen relativiert. Da haben wir sie eben gesehen. Da ist sie momentan auf Rang 7. Da übrigens hat sie die eine Patrone rausrepetiert, die sie am Ende dann nachladen musste. So, mit der 81 ist mittlerweile Vanessa Hinz, die letzte Deutsche, unterwegs. Und das hier, eine der großen Überraschungen dieses Winters. Deswegen auch im Bild hier Monika Heunisch, die 21-jährige Polin. Mit einer Riesensensation in Nowym Mieście, als sie Bronze gewann bei den Weltmeisterschaften im Massenstart. Der 70, das ist Ekaterina Jurjeva, die kommt hier zum ersten Mal an die Scheiben. Eine, die eine längere Zwangspause hinter sich hatte. 2008 drei Medaillen bei der WM gewann, des Dopings überführt wurde, dann bis 2010 gesperrt wurde. Im letzten und in diesem Winter dann wieder mitmachen durfte und durch den Internationalen Sportgerichtshof auch zugelassen wurde für Olympia, Sochi nächstes Jahr. Ja, und da sie im IBU Cup relativ gute Resultate geschafft hat, führte für Wolfgang Pichler kein Weg vorbei. Gab ihr die Chance in Antholz, die hat sie nicht genutzt. Da war sie nur 92. und eben mit einem Fehler beim ersten Schießen. Wunderbar, dieser Blick hier über die weiten Ebenen, über die zugefrorenen Flüsse hier rundherum. Da, wo der Ob und der Irrtisch zusammenfließen, da sieht das Ganze aus wie ein Meer. Da kann man das andere Ufer nicht sehen. Die Dimensionen hier in Sibirien, gigantisch. Auch die Brücke hier, über die die Athletinnen laufen, kurz bevor sie ins Ziel kommen. Alles drei Nummern größer als anderswo. Auch zuletzt in Sochi war davon ein kleiner Eindruck zu bekommen. Ja, Nadine Heuchler ist gleich im Ziel mit einer Zeit von 22,50. Ja, hat null Fehler geschossen und am Ende doch einen Rückstand von knapp 1,25 auf die führende Tschechin Gabriela Sokalova. Viele norwegische Trikots hier. Währenddessen wir, wenn Sie sich später eingeschaltet haben sollten, Ihnen gern noch mal sagen, wie es momentan im Ziel aussieht. Denn da führt die Tschechin Gabriela Sokalova nach wie vor Andrea Henkel und Miriam Gössner. Und auf Platz 12, auch das sehr stark, Laura Dahlmeier. Es naht die Siegerin von Sochi, die Überraschungssiegerin. Magdalena Gwistom, die 33-jährige Polin. Heute auch ganz gut dabei, bis hin zum letzten Schuss, der dann daneben ging. Es hätte auch ohne diesen Fehler nicht fürs Treppchen gereicht, aber immer noch gut in Form. Magdalena Gwistom, die vor 20 Jahren in Östersund begann als Juniorin, also schon ewig lange dabei ist. 14. Platz, 1,14 der Rückstand auf Sokalova. Evi Sachenbacher-Stehle mit zwei Fehlern beim Stehenschießen belastet am heutigen Tag. Dennoch, wenn sie jetzt am Saisonende ein Fazit zieht, dann dürfte das durchweg positiv ausfallen. Wenn man bedenkt, erst bei den deutschen Meisterschaften im Herbst zum ersten Mal in einem Biathlonrennen unterwegs gewesen, damals gleich deutsche Meisterin geworden mit Michael Greiß und Florian Graf zusammen und dann alles ruckzuck durchlebt, IBU Cup, Weltcup, Rang 6 in Sochi und heute wieder ein paar Plätze weiter hinten, aber auch das hier Rang 23. Nicht so schlecht angesichts der zwei Fehler und eine Ausgangsposition für den Sprint, für die Verfolgung, mit der sich noch leben lassen kann. Wir sind ganz kurz mal weg und sind dann ganz schnell wieder hier. Ja, wir sind gerade rechtzeitig zurück, um noch mal einen kurzen Blick aufs Tableau zu erhaschen. Da führt immer noch Gabriela Sokalova vor Andrea Henkel und Miriam Gössner. Das
gab es in diesem Winter noch nicht. Zwei Deutsche auf dem Podium in einem Rennen. Überhaupt die Podiumsplätze eher übersichtlich. Allein fünf davon gehen aufs Konto von Miriam Gössner. Wertvollste Platzierung sicherlich die Silbermedaille von Andrea Henkel bei den Weltmeisterschaften über 15 Kilometer. Und beide heute ganz stark zurück, so kurz vor Ende der Saison. Also, gemäß dem Motto, so könnte es weitergehen. Aber es geht nicht mehr lange weiter. Verfolgung und Massenstart. Diese beiden Rennen gibt es noch für die Frauen. Dann ist Schluss des langen Winters. Für Miriam Gössner geht es dann, wie vorhin schon mal erwähnt, noch weiter zu den Zollmeisterschaften, wo sie gemeinsam mit Laura Dahlmeier dann auch nochmal volle Pulle abrufen soll. Ja, für russische Farben reicht es heute voraussichtlich wieder mal nicht für einen Platz auf dem Treppchen. Beste russische Athletin momentan, Olga Viluchina auf Rang 4. Und das hier, so scheint es immer mehr, die Siegerin des Tages, Gabriela Sokolova. In Pokljuka zum ersten Mal in ihrem Leben auf dem Siegerpodest. Und das gleich in allen drei dort gelaufenen Rennen. Hatten richtig schwierigen Sommer hinter sich. Da musste sie 4 Monate lang pausieren, hatte bei der kleinsten Anstrengung erhöhte Herzfrequenz. Ein ominöses Virus hatte sie gepackt. Und jetzt, Gott sei Dank, wieder aus den Klauen entlassen. Das ist Vanessa Hinz, zweitjüngste im deutschen Team und letzte Deutsche, die heute auf die Strecke gegangen ist. Schade für die junge Deutsche vom SC Schliersee, denn bei dem Weltcup-Einstand vor einer Woche in Sochi, da lief es deutlich besser. Da war sie im Sprint gleich 45. oder sogar 43. Und das war wirklich nicht schlecht. Und nicht nur nicht schlecht, sondern sehr guter Schießen von Franziska Hildebrandt. Genauso wie Andrea Henkel, genauso wie Nadine Heuchler hier mit 0 Fehlern durchgekommen. Franziska Hildebrandt, schauen wir gleich nochmal, wo sie sich einordnet, denn das ist nicht schlecht. Mit ihren 0 Fehlern auf Rang 12, 49,4 Sekunden zurück im Ziel, momentan 12. Das ist Laura Dahlmeier und die steht jetzt bei Christian Dexen. Ja genau, die liegt ungefähr im Bereich von Franziska Hildebrandt. Laura, 10,5 Grad minus hat das Thermometer gerade gezeigt. Das hört sich gar nicht so kalt an. Wie fühlt es sich denn an? Anfühlt sich viel kälter. Also ich weiß nicht genau, wo denn das Thermometer ist. Mittlerweile ist die Sonne ja untergegangen. Ich glaube, jetzt ist es überall kälter und gerade hinten in der langen Abfahrt wirklich richtig kalt, und wenn man dann am Schießstand kommt und die Finger sind eingefroren, ist doch ein bisschen unangenehm. Sie sind das erste Mal in Chanty-Mansijsk, Sie lernen ja alles sozusagen kennen. Wie beurteilen Sie denn die Strecken hier? Wie kommen Sie damit zurecht? Die Strecken an sich taugen mir wirklich super. Es ist immer ein Anstieg und ein Abfahrt im Wechsel, nicht so eintönig wie zum Beispiel in Sochi, und es gefällt mir richtig gut, es macht Spaß, und am Schießstand ist eigentlich auch ganz gut gelaufen. Also Chanty-Mansijsk komme ich gern wieder her. Sie haben uns ja vor allen Dingen beeindruckt durch Ihr unfassbar gutes Schießen in letzter Zeit. Jetzt ist es ja fast schon so, dass man die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, wenn Laura Dahlmeier einen Fehler schießt. Wie nehmen Sie denn so einen Fehler im Sprint? Also die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, da müssen schon ein paar mehr Fehler passieren. Na, ein Fehler ist schon okay. Natürlich ist es immer schön, wenn man mit 0 aus dem Schießstand rausgehen kann. Aber ein Fehler ist doch okay. Und jetzt mal schauen, was da für Ausgangsposition für morgen ist. Und ich glaube aber, dass da doch noch alles möglich ist. Vielen Dank, viel Erfolg. Genauso erfrischend, wie sie redet, läuft und schießt sie auch. Das ist eine echte Bereicherung für den Biathlon-Weltcup. Laura Dahlmeier, und nur zur Erinnerung, sie ist gerade mal 19 Jahre alt. Freuen wir uns auf sie im nächsten Winter. Vielleicht auch auf Franziska Preuß, auf Vanessa Hinz, die wir eben gesehen haben bei ihrem ersten Schießen. Die haben die Zukunft noch vor sich. Auch die junge Julia Djuma aus der Ukraine. Im Moment auf Rang 15. Ist erst 22, aus der ukrainischen Hauptstadt, aus Kiew. Wir schauen noch mal rüber zu Ekaterina Jurjewa. Heute in ihrem insgesamt erst 6. Weltcuprennen dieses Winters. Beste Platzierung zuletzt, 14. im Sprint von Sochi. Heute muss sie sich wieder deutlich weiter hinten einordnen. Franziska Hildebrandt hat das richtig gut gemacht beim Schießen. Ihre Stärke ausgebaut.
gemeinsam mit den Trainern hofft sie, auch im Laufen noch die ein oder andere Sekunde rauszukommen, dass ihr da ein kleiner Leistungssprung gelingt. Denn wir sehen 57,8 Sekunden der Rückstand hier. Da ist schon wieder ein bisschen was dazugekommen nach dem zweiten Schießen. Für uns die Gelegenheit, runterzugehen zu Miriam Gössner und Christian Dexne, bitte. Ja, und die hat heute 0-1 geschossen, also einen Fehler im stehenden Anschlag und relativ lange gebraucht am Schießstand. Mit welcher Einstellung sind Sie denn heute an das Schießen gegangen? Ja, ich wollte heute unbedingt treffen und bin auch extra langsam am Schießstand rangelaufen und habe mir sehr viel Zeit gelassen. Wollte einfach mal wieder wirklich die Ruhe und die Sicherheit mit reinbringen und ein kontrolliertes Schießen machen. Und auch wenn es heute ein bisschen länger dauert hat wie sonst, glaube ich, war es die bessere Variante. Sie waren ja immer so optimistisch, immer so positiv nach den Rennen, wo es auch am Schießstand mal nicht so gut geklappt hat. Wer hat Ihnen auch geholfen, dass Sie da auch immer so zuversichtlich geblieben sind? Ja, ich habe eine tolle Familie, die hinter mir steht, tolle Trainer und Betreuer. Und die haben mir immer wieder gesagt, dass ich es kann. Und ich weiß ja, dass ich es kann. Im Training zeige ich es immer. Und es hat auch in vielen Wettkämpfen dieses Jahr schon geklappt. Und es ist meistens ja nicht viel, das quält hat. Es war immer der eine Schuss zu viel. Und ja, heute ist er mal wieder umgefallen. Und von dem her freue ich mich sehr drüber. Und jetzt machen Sie sich morgen gemeinsam mit Andrea Henkel auf die Jagd nach Gabriela Sukalova. Wie wird man da in der ersten Runde möglicherweise gemeinsam arbeiten können? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, die erste Runde können wir auf jeden Fall zusammenarbeiten. Und ja, ich hoffe, dass wir sehr, sehr lange bis zum Schluss dagegenhalten können. Und ich freue mich auf einen spannenden Wettkampf. Und ja, es macht sehr viel Spaß, hier in Hanti zu laufen. Also ich mag die ganze Atmosphäre hier, die Strecke liegt mir. Und von dem her ist es nur, sich zu freuen. Vielen Dank. Ja, und schaut nochmal auf die Laufzeiten. Dann ist Miriam Gössner heute die zweitschnellste gewesen. 18 Sekunden langsamer als Kaisa Mäkerainen. Noch einmal 18 Sekunden dahinter. Andrea Henkel, 5 schnellste. Und schönes Schießen hier von der Russin Potschufarova, nachdem sie liegend eine Scheibe verfehlt hatte. Neues, unbekanntes Gesicht im Team Russlands. Da gibt es viele, viele Talente in den Weiten der russischen Biathlonzentren. Viele Regionalfürsten, die es gar nicht gern sehen, wenn ihre Schützlinge zur Nationalmannschaft berufen werden, ohne dass sie davon profitieren. Das ist eine der Klippen, mit denen Wolfgang Pichler zu kämpfen hat. Auch Laura Dahlmeier übrigens, nur 49 Sekunden langsamer als Kaisa Mäkerainen heute. Das ist eine ganze Menge, aber dann doch nicht so viel. Damit hat sie immerhin die 13-beste Laufzeit. Und Rico Groß, der fordert bis zum Schluss hier immer noch aggressiv bleiben. Das ist immer noch die Chance auf 12-13, hat er ihr zugerufen. Währenddessen wir die Norwegerin Birte Landheim sehen. Hat sich durch gute Leistungen im IBU Cup empfohlen. Dort gelang hier ein Sieg. Wurde dann zum ersten Mal kurz vor Weihnachten in Pokljuka ins Weltcup-Team berufen durch Egil Jelons. Da war sie nicht schlecht. Heute eher etwas durchwachsen mit ihren 3 Fehlern, wird sie weit, weit hinten landen und vielleicht den Cut gar nicht schaffen. Die besten 60 von heute qualifizieren sich für die Verfolgung von übermorgen. Das ist Dorothea Wierer, 22 Jahre jung, aus Antholz, also aus Südtirol. So ein bisschen was wie die Magdalena Neuner von Italien. Klasse geschossen, 2x0, genauso wie Franziska Hildebrandt, die gleich ins Ziel kommt. Also am Ende Rang 14.